meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buhu. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Okay, gut. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Watch Dogs. Ja, ihr habt's gehört. Wir planen einen kleinen Streich mit Georgien. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Oder wie das gemacht wird und was da weiterhin passiert. Aber immerhin, let's have a look. Erstmal hier durch die, über die Autobahn mit Fullspeed düsen. Oh Gott, fängt's auch noch zu regnen an. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob ich noch kann. Ob ich noch drauf habe. Oh Gott. Na, knapp. Ich muss noch jemand mal hier Acht geben auf mich. Ego-Perspektive. Und da komm. Oh, die Bullerei. Mein Verdächtiger, oh, vielleicht unser Mann. Wir das. Nein. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Boom. Müssen wir abhängen. Schwer verletzt. Wiederhole. Streife ausgeschaltet. Na, verdammt. Wir können den Typ hier nicht abhängen, oder was? Schnapp ich mir. Wir brauchen hier CTUS-Zugang. Nee, das braucht ihr nicht. Haben wir es abgehängt? Weiß es nicht. Lass mal ein Tor zu. Er könnte sich in einem Parkhaus verstecken. Scheiße, wo ist er hin? Ja, normalerweise müssen wir uns jetzt nicht mehr sehen. What the fuck? Halleluja. CTS Mobile. Ja, das ist so eine Mobile-App. Das gibt es ja auch für Android und iOS. Dass man da wirklich vom Handy aus an die Polizei spielen kann und andere echte Spieler jagen kann, so gesehen. Echt lustig. So. Und jetzt holen wir uns mal hier die Mission ungeladen vom Akt 2. Oh, neben Eiswagen. Ich bin gespannt, ob der Jordi da drin hockt. Könnte ich mir denken. So wie ich den kenne, den alten Kauz. Hey, ah, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Ah ja, habe ich recht gehabt. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und... Du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also... Diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ping und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Jordi mit seinen Geschichten. Oh, ich liebe den das Typ. Das hier hatte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet.
Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Oh, also Gott. Das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Johnny. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. Jetzt müssen wir das erledigen. Immerhin. Oh Gott, dann wird uns wahrscheinlich die Polizei jagen wie sonst was. Also Mr. Haftbombe. Haftbombe, Haftbombe. Ja, ja. Okay, ist ja gut. Das ist doch dieser USV, ne? Soweit ich weiß. La 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 la. Kaboom. Weg ist er. Erreichen Sie Siena Brick Factory. Na dann, let's go. Boah, das ist ein LKW. Was soll ich? Siena Brick Factory. Da wollen Irex Männer Bettwerk umlegen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Geht ein Hinterhalt in der Liebe. Irex wird davon hören, Bedbugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Überwachungsvideos. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Was war da gerade? Da oben. Mögliche Position eines Wachpostens. Gewöhnlicher Kaffeebecher. Und wo ist hier die mögliche Position eines Wachpostens? Wenn ich fragen darf. Aber das ist in dem Bereich, also ja, wird es auch in dem Bereich sein. So, also Überwachungsvideos finden, um den Angriff zu planen, wann sie kommen, oder wie? Aha. Aha, da. Schmutzige Deals. Piers, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Ach Gott, der Jordi. Bereiten Sie einen Hinterhalt für die Visceral Killer vor. Das machen wir doch glatt. Aber das Problem ist, wir haben nur noch 4 USV. Und keine anderen Dinge mehr. Was haben wir hier noch? Spitze Granaten. Jam Coins. Aber USV. Wir haben nicht mehr. Ha, lustig. Verdammt. Machen wir erstmal die Fensterläden auf. Hier erstmal hier. Zack. Schön öffnen. Alles. So. So einen Hinterhalt vorbereiten. Was sollen wir da groß machen? Bombe legen. Ah, was machen wir? Wo macht ihr die Bombe rein? Ich würde sagen, schön hier. Deckung. Okay, was haben wir hier noch? Hier gibt es ja auch schon so viele Möglichkeiten. Ich habe noch Zeit. Dann machen wir mal Splittergranaten. Deckung anpassen, das geht, glaube ich. Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. Hier. Oh, das könnte sein. Das stark bremsen musste. Ja, dann machen wir es halt gleich die Bombe so hin. Naja, die Bombe liegt jetzt schon hier. Ne, können wir aufheben. Und dann. Wir haben ja noch ein wenig Zeit.
Messer, USV, Auto, Splittergranate. Da unten können wir dann Köder machen. Splittergranate, da. Jawohl, der hat jetzt automatisch die Waffe gezogen. Das heißt, jetzt wird es losgehen. Alles bereit? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Einen guten Aussichtspunkt habe ich doch, super, oder? Einen super Aussichtspunkt habe ich hier oben. Super. Na denn, please. Guten Tag. Man darf nicht eingreifen. Jetzt schon? Nee, ne? Ich glaube nur nicht. Sonst hätte ich ihn hochjagen können, das Auto. Ha. Oder doch? Ah, nee. Na? Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. Was geht dich das? Ey, der piepst denn hier? Was ist los? Gleiche Verstärkung. War zu langsam. Oh verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Deckung. Hoppala. Warum kommt da blöde Musik? Hallo? Ist geplant oder was? Vorschließen. Na komm, Freundchen. Hä? Hä? Wie geht's? Oh, verdammt, wir sind langsam. So, jetzt hat. Nein, dammit. Dammit. Verdammt. Das war schlecht. Das war doof. Ja, ich hab gedacht, ich muss warten, ne? Ah, da gibt's die Dinger. Hab ich ja gar nicht gesehen. Lustig. Sonst hätte ich das doch schon früher gemacht. Ja, perfekt, dann können wir das umso besser jetzt planen. Haha, lustig. So. So, hier wird das Auto parken. Wo werden die anderen sein? Die anderen werden da drüben sein. Da drüben komme ich nicht so leicht dran, deswegen mache ich das ganz einfach so, dass ich hier drüben jetzt erstmal hoch. Eins, zwei. Ich habe noch Zeit. Perfekt. Splittergranaten. Zack. Haben wir noch irgendwo hier, Sprengdinger. Sprengerdinger-Ding. Elektronische Teile bringt mir jetzt auch nichts, oder? Ne, bringt mir gar nichts, das Teil. Oh, verdammt. Okay, jetzt müssen wir mal hier Platz machen. Tor öffnen. Für unsere verehrten Gäste. Die wollen jetzt hier Bad Bug also umnieten, ja? I don't think so, sag ich da nur. Norden. Der perfekte Hinterhalt. Ich kann schon jetzt am Anfang, sobald die anfahren. Und adios amigos. Adios amigos. Ja, die Verstärkung kommt zu spät, mein Freund. Achso, wir müssen alle ausschalten. Upsi. I don't think so. Na, wo ist der? Wo bist du? Jawohl! Oh verdammt! Na komm. Wir kriegen immer so schnell Schaden. Das kann ich gar nicht haben. Na komm. Auf dich zu verstecken. Irgendjemand was einzuwenden. Ah, da. Da.
in dem Gelände. Der Irik wird sich freuen. Wieso kommt da diese blöde Musik? Ah, jetzt hat's aufgehört. Endlich, ey. Mich schon genervt. Ah, den Anruf hacken. Wir müssen uns beeilen, bevor der auflegt, der Typi. Ich wusste gar nicht. Das wird wahrscheinlich Irik sein und der wird fragen, ob wir ihn umgelegt haben. Ob. Ja, die ihn umgelegt haben. Hallo? Deine Freunde können gar nicht ans Telefon. Herum. Sie sind tot. Hey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Ja klar, jetzt will der wahrscheinlich zurück zu seinem Boss. Der entkommt mir noch. Dann spricht er mit Irak. Und Badbug wäre so gut wie tot. Ah, Freundchen. Den holen wir uns. Na komm jetzt, mein Gott. Stell den jetzt so an. Oh mein Gott, wie dumm muss man ein Auto fahren können? Oh verdammt. Na komm jetzt. Jetzt sind wir weit entfernt. Den holen wir uns, den Typi. In Viceroy. Servus, mein Freund. Servus. Ich darf sie doch mal kurz aufhalten. Hallo. Klopf, klopf. So. Auf zum Bettbug. Der Motorrad geht am schnellsten. Ja, aber andere Richtung. Oder? Ich denke mal, andere Richtung ist besser. Oh, hallo, hallo. Boah. Das Ding zieht. Aber wir müssen über die Brücke. Und jetzt hier ein Big Jump, komm. Uhu. Oh, verdammt. Knapp. Fast hätten wir es geschafft. Ein bisschen Anlauf. Ah, das wird nichts mehr. Blöder Bordstein da. Kein Auto fährt hier. Okay. Ja, ach ja, ne, so viel nur noch dazu. Das nächste Spin Tires Video wird kommen. Und da habe ich auch schon mit dem Ding gespielt, mit dem Alex weiter. Und ja, nur damit du Bescheid bist. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ja, und das ist ganz gut. Die Let's Plays sind sehr gut geworden und wie zwei, die sich nicht auskennen, herumirren und so, aber naja. So ist es nun mal. Uhu. So. Okay, den Standort von unserem Freund sollen wir erreichen, den Bettbug. Unserem Freund. Yep. Der ist ziemlich in der Stadt, wie es scheint. Wahrscheinlich in den Slums oder bei seiner Oma wieder. Weg da. Aber auch nicht das schnellste Auto. So ein Secondhand-Auto. Ah ja, wie ich mir gedacht habe. Ziemlich in der Stadt sogar. Näher dem Stadtpark. Hier ist der Stadtpark. Ah, an der Ecke. Den holen wir uns. Na komm. Warte. Nun hat Bettbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe. Aber ich kann auch sehr gut nehmen. Hier steht ein Auto der Gang. Jetzt ist es vom Bettbug. Ja,
Wir wechseln kurz das Fahrzeug. Wir sollen ihn anrufen, ja, das müsst ihr doch. Wie sollen wir denn das machen mit dem Anrufen? Haben wir irgendwo eine Kamera, damit wir näher rankommen an ihn? Nee, aber wir müssen anscheinend näher ran, um ihn anzurufen. Das ist kein Spielplatz, ja? Ja, Gang-Typi. Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich hab einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bad Bug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Wer sie gespritzt hat. Nein, 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 warte, warte! Scheiße! Das Terminal. Ja, sind wir schon fix! Und Irex am Teil. Nein, nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Die machen Fotos davon. Was willst du? Wie ist er in so einem Horrorfilm? Dass du für mich Augen und Ohren bist. In Rossi Fremont. Nein, niemals, mein Irak bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß, bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge. Tue ich's. Ich melde mich. Das macht ihn komplett fertig, weil wir Aufnahmen von ihm haben. Nein, und anscheinend vertraut er Kap. Also jetzt haben wir ihn endgültig erpresst, ungeladen. Ist nun mit abgeschlossen, Akt 2. Mission beendet. Na dann, würde ich sagen, was ist mit dem Let's Play? Schauen wir mal, wie es weitergehen muss. Wir werden ihn jetzt dann erpressen und schauen wir mal, dass wir an Irex dann rankommen werden. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht, ne? In diesem Sinne, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.